Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia. So, wo sind wir hier? Irgendwo auf dem Hinterhof von, wie heißt es? Salieri's Bar, genau. Und da war ja ein Auto, wo wir nicht rein durften, ne? Da komme ich jetzt noch nicht rein. Den Tipp kenne ich nicht. Och, wie schlimm. Dann gehen wir doch mal zu dem Typen da drüben und fragen ihn. Ne? Ist das dasselbe Auto? Keine Ahnung. Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Okay, dann gehen wir den mal hier, aber wir machen es schön gemütlich. So. So, mal kurz schneller und mal kurz. Ach, bleiben wir mal stehen, laufen einfach hinterher. So, wir brauchen hier nicht so rennen. Wobei, ist es überhaupt Rennen, was der dann macht? Das ist nur Sprinten, aber nicht Rennen. Ich glaube, Rennen kann er gar nicht, der Tom. Sie haben ein neues Schloss eingebaut, aber haben sie kein das? Problem. Ciao. Oh, hast gelernt, einen Ball V8 zu stehlen, yeah. Einfach. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Danke, Rafi. Alles klar, das heißt also, alle anderen Kisten hier sind älter oder was? Ich sag, diese Kiste ist auch alt. Aber egal. Meine Meinung interessiert eh keinen. So, ist der da auch älter? Ich weiß es gar nicht. Aber komm, wir machen hier mal nicht so viel rum und nehmen uns die Karre. Na, komm, Tom, mach hin. Und ab geht die Post. Bolt V8 Roadster. Boah, geil. Wie er angehebt ist. Ah, die gefällt mir erstmal, die Karre. Ich glaube, das sah ich mir mittlerweile da andauernd, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Canadian Whisky. Ah, Triff Pony beim Lagerhaus. Werde ich machen. Okay, dann fahren wir erstmal in die Richtung. Gucken, ob das richtig ist. Okay. Wie fahren wir denn? Aber ich würde sagen, durch den Tunnel. Und wir sollten wohl, es ist nachts, da sind glaube ich gar nicht so viele Bullen unterwegs, also ich werde einfach heizen, was das Zeug hält. Ich will mal gucken, wie er aber wirklich 75 Meilen drauf hat. Ach, im Tunnel werden wir die wahrscheinlich schon erreichen können. Mal gucken. So, driften ein bisschen. Wobei, kann man mit den Karren hier überhaupt gescheit driften? Na, der 30er Jahre Vehikel hier. Auch mal schauen. Da haben wir doch schon 70. Oh. Polizei. Die fährt in dieselbe Richtung, kann das sein? Oh ja. So, wir sind an der Polizei vorbei. Das ist gut, aber wir sind schon schneller als die Polizei, aber langsamer als erlaubt. Das ist gut. So. Wo müssen wir lang? Da vorne links drum. Okay, hier ist beiden Breitkehrpolizei in Sicht. Und, na komm. Alter, du willst wirklich nicht gescheit driften, ne? Holla, wie weit ist denn das? Oh, scheinbar noch ein ganzes Stückchen. Da drücken wir mal schön aufs Gas. Ich finde das ganz toll, dass hier gerade nicht viel Bullen unterwegs sind. Kaum Streifen unterwegs auch. Also Fußstreifen. Also Fußstreifen habe ich jetzt bisher noch gar keine gesehen. Nur eine mit fahrbaren Untersatz. Pferdestreifen. Gibt's hier glaube ich auch nicht, ne? So, ach du Scheiße, ganz nach hinten oder was? Sowas. Boah, ich fahre jetzt einfach mal scheiße, was das Zeug hält. Ich hoffe, ich begegne jetzt nicht nochmal einem Bullen oder so. Auf dem Weg. Also bisher hat er die 75 noch nicht erreicht, ne? Aha. Da war ich schon vorbei. Upsa. Du musst jetzt hier die Straßenseite wechseln, ne? Ist klar. Blöd, Mann. So. Also ich gucke häufig aufs Radar oben links. Und gucke, ob ich da blaue Vehikel entdecke. Blau markierte. Aber hier könnte man doch mal. Ob sind jetzt da nicht die Bullen unterwegs? Das finde ich doof.
und... Ne? Alter, ich komm keine 75 Meilen drauf, ne? Egal, wie ich aufs Gas drücke. 70, fast 70. Oder hat er gesagt, aber der hat auch gesagt 65 PS und 75 Meilen Spitze. Ich glaube, hier muss ich ab irgendwann mal. Alter, doch, ja. Genau. Schauen wir mal. Ja, genau, da vorne ist es ja schon. What the fuck? Wir wollen sie ja nicht gleich schrotten, die Karre, ne? So, da fahren wir jetzt mal gemütlich näher. Alter, der fährt nur 20. Unter 20 fährt der. So, oder. Was sind das hier für eine Fabrik oder was? Oh! Zwischensequenz! Hey Tommy! Wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Aha. Ich fahre. Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. So, die Bullen sind geschmiert. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Alles klar. Dann willst du nicht ein bisschen Whisky saufen, Tommy? Los geht's! Ist doch eh so ein Suffkopf, oder? Naja, bin mal gespannt. Yeah, Konvoi, Kolonne, wie auch immer. Wie die sich anhören, gar nicht wirklich wie LKWs. Meine Fresse. Ja, wie in GTA San Andreas, der Saber. Hört sich fast genauso an. Genauso hört er sich an. Irgendwie... irgendwas fehlt mir dem Motorgeräusch. Von dem LKW. Und mir den Diesel klang. Das ist das Leben. Total entspannt. Auf dem Land. Kein Stress. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Haha, schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Pauli. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Torben. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umnieten. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nimm dir ein paar Spielzeuge mit. Alles klar, was habe ich denn so dabei? Colt und Pumpgun. Ich weiß nicht, ob die Pumpgun mir so gut gefällt. Ach, du wartest hier, oder was? Ach, ich kann jetzt nicht mal mit dir reden, oder was? Das sind so, ey, wie sie alle hier schön stehen bleiben und warten, ne? Ach, das darf ich auch nicht mal einsteigen, darf ich? Ja, dann gehe ich halt einfach mal davor, ne? Habe ich jetzt die Pumpgun in der Griff? Ah, gut, nehmen wir doch die Pumpgun. So, wollen wir doch mal... Ich will jetzt mal kurz wissen, wo hier das letzte Mal gespeichert wurde. Ah ja, doch, hier wurde gespeichert. Gut, ich hab's nämlich nicht mitgekriegt. So. Was geht denn hier ab? Ist hier irgendwas? Hier vielleicht? Oh, nett. WTF, komm.
Gehen wir mal darüber. Fein. Okay, da ist nichts. WTF? Gerade eine Frau gestöhnt? Schieben die da Nymphen in der Hütte oder was? Oder ist das das Skaxen von dem ganzen Holz hier? Auch nicht öffnen. Aufmachbar. Nee, da war auch echt geiles Gewitter, ne? Guck mal, die Scheier. Auch nicht. Schauen wir mal hier rein. Nothing, nada, nichts. Oh. Was für Zeugs. Wo muss der? Ach, da ist ein LKW. Gut, dann werde ich da wohl richtig sein. War irgendwo noch... Ist da nicht irgendwo vielleicht auch ein Haus? Mein Gott! Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Fahr zurück, what the fuck? Hey, wo sind die? Wo sind die? Moment. Ist da hinten auch noch irgendjemand? Sonst noch irgendwo jemand? Ah, da hinten! Gut. Noch was aufsammeln hier. Auf ist bereits klar. Gut, dann soll ich wohl hier einsteigen, oder? Was? Soll ich hin? Ist das... Ich soll zurückfahren, hieß es doch, oder? Ich kann jetzt hier nicht ein... Okay. Ja, aber das ist doch hier eine Farm. Da muss es doch eigentlich auch noch ein Wohnhaus geben. Zum Geier? Also hier ist aber auch nirgendwo irgendwas. Doch, mal. Okay, dann gehe ich mal lieber zu den anderen zurück. Was weiß ich? Das ist schon hübsch, was hier... Ein richtiger Sturm, ne? Muss man so zu sagen. Erstmal, wo komme ich hier zurück? Waren das alle? Da kommt doch bestimmt noch was. Ich würde ja gerne etwas schneller laufen. Es geht erstmal zurück halt zu den anderen. Wenn die noch da sind, ja, das sind sie. Alter, da sind ja auch noch welche. Gefecht und so. The fuck? Ach, das haben die hier. What the fuck? Ach, da kommt einer. Was ist los? Komm, ich geh doch endlich mal drauf. Das sollte ich mehr auf Dings zielen hier. Was ist los mit euch? Siehst doch zurückfahren, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Fahr zurück? Ja, voll. Ich kann ja hier nicht einsteigen. Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir.
Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Ja, alles klar. Also klar, wo ist denn hier das... Also die Scheune habe ich ja gesehen, aber wo ist das Wohnhaus? Das muss doch hier ein Wohnhaus geben. Was ist mit dir? Ja, komm mit. Ab zur Scheune. Aber wo ist hier ein Wohnhaus? Was ist das für eine schwarze Gestalt da neben der Scheune? Wo ist da einer? Das war nicht mein... Das war nicht Dings. Na super. Super, klasse. Super, noch viel besser. Müssen die alle gleich aussehen. Jetzt hab ich mich von diesem Basti abballern lassen, ne? Und was? Das ist doch nicht die Scheune. Warum hat er jetzt da rumgemacht, statt hier? Okay, egal, dann müssen wir die jetzt halt nochmal abballern, was soll's? Scheiße. Ja, gleich gewittert's. Ja, so ist das. Aber egal, passiert ist passiert. So, hier müsst ihr jetzt gleich Schlüsselsequenz geben. Jawohl. Okay, ja. Wo sind die? Den haben wir schon mal erledigt. So. Haben wir sie? Wunderprächtig. Na, komm. Nimm das Ding doch mal mit hier. Dann halt nicht. Okay, wir gehen mal zurück. Das sollen wir ja machen, ne? Was willst du denn, ne, mein Bester? Haben wir den? Oh, noch einer! Bleib Felix liegen. So. Die Waffe ist bereits geladen. Naja, egal. So, ich bin mal gespannt, wie viel noch kommen. Erst gehen wir erstmal dahinter. Alter, ich wäre schon echt geil, wenn du rennen würdest, ne? Aber kannst du ja leider nicht, ne? Nur gehen, ne? Gehen und sprinten. Aber rennen ist nicht drin. Ah, da ist Feuergefecht. Oh, jetzt brennt der andere... Der zweite LKW noch nicht, ne? Oh doch, na super. So. Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Ja, komm. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Wissen wir. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück, aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Okay. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. So, bin mal gespannt. Wo ist er denn? Hallo? Alter, kannst du nicht ein bisschen schneller? Ach du, wartest hier auf mich oder was? Na dann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da müssten ja jetzt wieder irgendwelche Schwachköpfe auftauchen. WTF! Komm! Gut, den Hammer. Komm! Gut. Handgun. Na, was ist mit dir? Hab ich jetzt irgendwie... Nö, hab kein Brecheisen oder so. Dann gehen wir weiter zur Scheune. Bin mal gespannt, ob da noch jemand ist. Wo willst du hin?
Oben war noch einer, oder? Ist das jetzt mein Mann, oder? Kleiner Wichser. Wo ist da noch was? Ach, schau an, hier. Ja, komm, stell dich direkt davor. Okay. Ja, mach du so für mich, Blatt. Das Cold Detective Special. Yeah. Das ist ein, oh, das ist so ein Erste-Hilfe-Kasten. Komm, den benutzen wir mal gerade. So. Prima. Gut. Hat uns sehr geholfen. Haben wir da was? Okay. Gibt es hier irgendwo vielleicht ein Brechereisen oder so? Wäre ja schon ganz nice. Wo ist denn der andere hin? Schon der andere hier. Mal löschen. Bist du? Ach, da ist er schon wieder. Okay, mach. Und hat auch gespeichert, finde ich nice. Alter, schieß doch. Komm, mach ihn. Wo ist der andere? War da eben noch einer. What the fuck? Komm. Bleib Quakes liegen. Kleiner Spaten. Ja, ist bereits geladen. Wunderhübsch. So, oh, da ist ein erster Hilfskasten. Wunderhübsch. Gleich mal benutzen. Und was gibt's? Was bringt's? Oh, bis 69. 30 hat's gebracht. Okay. Irgendwo, irgendwas. Oh, da ist jemand. Soll ich hier warten? Mann, hier macht's Geräusche. Ja. Komm ruhig mal hoch. Komm, baller doch. So, fein. Alter. Ich glaube, ich gehe doch besser ein bisschen weiter hoch. So. Oh, bitte. Ist ja echt zum Kotzen hier. Ich habe nur noch 5. Leben und es läuft gerade gar nichts mehr. Kommt da noch einer? WTF. Alter, komm hoch. Komm hoch, komm. Oh Gott. Alter. Ja, mach hin, ne?
Komm, irgendjemand hoch, der uns abballern kann. Los. Ich bleib jetzt hier stehen, bis einer hochkommt. Es wird hier natürlich geballert bis zum geht nicht mehr. Na? Wie ist es? Okay, ich habe eigentlich keine Lust, da weiter runter zu gehen. Ich weiß ganz genau, es mich erwischt, wenn ich da jetzt noch ein Stückchen weitergehe. Komm. Mit ein Stückchen oder noch. Ist das einer von mir? Ist das Pauli oder? Ja? Mein Gott, das war ein Massaker! Was für eine Nacht, Mann! Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Oh Gott. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Oh ja, da kommt Verstärkung, was? Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Pauli, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Okay. Ich würde mal sagen, da hier eine, ja, ein Zwischenspeicherstand ist, würde ich sagen, machen wir hier mal kurz Pause und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao.